Heute ist der Logistiktester zu Gast in einer Senioreneinrichtung des Unternehmens SDK Kirsch mit Sitz in Herten im Ruhrgebiet. Das bekannte Unternehmen betreibt 7 Pflegeeinrichtungen mit eigener Küche, 2 Tagespflegen, einen ambulanten Pflegedienst, eine Wäscherei sowie eine eigene Konditorei. Die eigenen Qualitätsansprüche haben ergeben, dass die Speiseverteilung auf dem Prüfstand steht. Der Hupfer-Küchenexperte wurde gebeten, sich bestimmte Abläufe etwas genauer anzuschauen, um Optimierungspotenziale aufzuspüren. Ja, hallo, schönen guten Tag. Sie sind doch garantiert der Trant, der Küchenchef hier im Hause. Herr Tach, mein Name, Logistiktester. Herzlich willkommen in unser Hause, Herr Tach. Danke. Wir hatten ja schon zusammen telefoniert. Mhm. Ich hatte ihn ja über unsere Problematik schon mal angesprochen. Aber lass uns einfach ein bisschen durch den Garten gehen und darüber die Sache sprechen. Das Wetter ist sehr schön. Perfekte Idee. Wo gehen wir hin? Da lang. Können wir da hin. Tolle Außenanlage hier, Trant. Gefällt mir. Ja, da fühlen sich unsere Bewohner auch sehr wohl hier. Aber Wolfen, was ist jetzt genau die Problematik bei Ihnen im Hause? Die Problematik ist halt eben, dass wir die Pflegekräfte hier entlasten wollen. Okay. Wir haben in der Küche eine sehr hohe Qualität, die wir natürlich auch direkt an die Bewohner weitergeben wollen. Ja. Das ist gut, das hört sich spannend an. Das würde ich mir gerne mal schon in der Küche beim Prozess anschauen. Täglich werden in dieser Küche ca. 220 Portionen für ca. 100 Bewohner im Hause, die Cafeteria-Gäste plus Essen auf Rädern produziert, verteilt und ausgegeben. Passierte Kost, macht ihr die eigentlich selbst? Nein, das ist ein Convenience-Produkt. Das machen wir, dass wir immer gleichbleibende Qualität haben. Perfekt. Beim Salat sehe ich, macht ja schon selbst hier im Haus. Ja, unser Chef legt sehr viel Wert auf Frische täglich, deswegen schneiden wir ja alles selber vor Ort. Prima. Ja, und wird täglich frisch zubereitet. Das ist guter Qualitätsanspruch. Und hier sehen wir schöne, ich vermute mal, Cordon Bleu. Genau. Die bratet ihr jetzt hier kurz an und dann gehen die später welchen Weg? Die werden daher kurz vor der Zeit nochmal regeneriert im Kombidämpfer, werden dann in den Stationswagen verteilt und kommen dann hinterher auf die Station. Da gehen wir dann mal rüber zu den Speisentransportwagen. Ah, ich glaube, hier geht's lang. Ah, hier sind wir jetzt in dem Raum, wo die alten Geräte stehen. Die haben auch ihr Leben mal wirklich gelebt. Ja, Bertrand, ich verstehe es richtig. Das wird dann oben portioniert durch die Pflegekräfte, was ja eigentlich nicht deren Kernaufgabe ist. Und das ist das, wo wir dran wollen, dass hier unten auch fachlich im Prinzip für die Bewohner portioniert wird, dass eine bessere Qualität angereicht wird. Ja, ja. Und das ist das, was wir ändern wollen. Deswegen sind wir hier. Ja, kann ich mir das mal anschauen? Wir gehen oben auf die Station. Prima. Ja, die Kollegin muss jetzt halt eben noch das ganze Geschirr parat stellen, wenn der Essenswagen gleich raufkommt. Das ganze Geschirr muss auch anschließend hier wieder gespült werden. Und das ist das, wo wir eigentlich was verbessern wollen. Ah, und das ist genau dieser Teil der Geschirrlogistik, der Ihnen auch ein Dorn im Auge ist. Richtig. Wir wollen ja hier das Pflegepersonal damit entlasten, damit die halt eben doch mehr Zeit für ihre Kernkompetenz haben, sprich der Pflege. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den werde ich mit in meine Überlegungen einfließen lassen. Ja, da sind noch schon einige Handgriffe hier zu tun bei diesem Gericht jetzt. Da sind ja 4 Komponenten, wenn ich das sehe. Auch wir haben die Suppe vorhin gesehen. Da kann ja auch schon mal was passieren. Suppe oder Soße, oder? Richtig, hier kann schon mal Suppe und Soße verwechselt werden, wenn man das nicht genau weiß. Ja, und das ist das, was wir halt eben verändern wollen. Ja, schau mal. Ja. Ja, das ist schon sehr, sehr aufwendig, zeitaufwendig. Jetzt bei 8 bis 10 Personen, da kommen ein paar Minuten zusammen. Und so habe ich Sie verstanden, das ist auch genau der Punkt, wo Sie ran wollen. Richtig. Ja, damit die Pflege halt eben doch besser Zeit für die Bewohner, für die Pflege hat. Eben für ihre Kernkompetenz, weil das ist eigentlich Küchenaufgabe. Richtig, und das wollen wir halt eben geändert haben. Ja, ich denke, das gehen wir jetzt an und haben schon einige gute Ideen, glaube ich. Ja, hier gibt es für mich schon ein recht klares Bild, aber die Tücke liegt wie immer im Detail. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da bald eine ganz tolle Lösung präsentieren kann. Einige Zeit später ist nun die Umstellung der ersten Einrichtungen beim Unternehmen SDK Kirsch abgeschlossen. Wie sich das hier in der Praxis bewährt, will sich der Logistikprofi heute mal genau anschauen. Ja, hallo Herr Trant. Ja, da ist er schon. Da bin ich mal wieder. Hallo Herr Trant. Ja, jetzt will ich mich doch mal davon überzeugen, wie es nach der Umstellung geworden ist. Ja, wir haben 12 Uhr. Der Wagen müsste auf die Station kommen. Perfekt. Wo geht's lang? Ja. Was sich hier nun bezahlt gemacht hat, ist der minimale Aufwand und die wenigen Schritte, die durch die Pflegekraft noch zu erledigen sind, um die Ausgabe der Speisen einzuleiten. Das neue Handling erleichtert auch deutlich spürbar die nachfolgenden Logistikabläufe. Also wir sehen hier genau, das wollten wir auch umsetzen. Weniger Handgriffe durch die Pflegekräfte und damit auch Zeitersparnis. Richtig, das ist das, was wir wollten, halt eben vor Ort, dass die Pflege hier vor Ort entlastet wird, dass sie hier weniger Handgriffe haben und das Geschirr läuft hier zentral auch zurück wieder zur Spülküche,
wird dort vor Ort gespült. Und wir sehen sehr schön, die drei Handgriffe, dann wird sofort serviert beim Gast. Richtig. Tolle Geschichte, haben wir prima uns umgesetzt. Genau so. Ja, Frau Leitgeb, Sie als Pflegedienstleitung, welches Fazit ziehen Sie jetzt nach dieser Umstellung? Es ist für uns natürlich eine erhebliche Zeitersparnis, weil es alles schneller geht. Und dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, dass unsere Mitarbeiter wesentlich schneller wieder bei den Bewohnern sein können. Ja, den Bewohnern perfekt, ne? Super. Genau. Durch die Anpassung der Geräteflotte und Speiseverteilung auf das neue Konzept gelingt es nun zuverlässig, dass die hohe Qualitätsanforderung des Hauses auch durch das sorgfältige Portionieren der Küchencrew erreicht wird. Die Einhaltung der Temperaturkette aller Speisekomponenten wird durch speziell abgestimmte Geschirrkomponenten und entsprechend darauf ausgelegte Isobox-Transportwagen zuverlässig gesichert. Herr Kirsch, nach dieser ganzen Umstellungsphase, welche wirtschaftlichen Aspekte haben Sie als Geschäftsführer eigentlich dahinter gesehen? Am Anfang habe ich gar keine Aspekte gesehen, weil wir die Wirtschaftlichkeit von Anfang an in erster Linie gar nicht berücksichtigt haben. Okay. Vielleicht auch nicht daran gedacht haben. Für uns war es wichtig, ein neues, modernes System anzuschaffen zur Zufriedenheit der Bewohner, der Mitarbeiter. Und sind auch froh, dass wir darüber die Firma Hupfer kennengelernt haben, wo die Zusammenarbeit sehr gut war, man immer auf unsere Wünsche eingegangen ist. Wir jetzt in allen unseren Häusern ein sehr modernes und auf unsere Häuser zugeschnittenes System hat. Was dazu kommt an positiven Aspekten ist, dass wir starke wirtschaftliche Einsparungen haben. Mhm. Unter anderem produzieren wir wesentlich weniger Speiseabfälle, weil wir viel zielgerichteter arbeiten können. Damit sinkt natürlich auch der Wareneinsatz, was sicherlich positive Aspekte sind für unsere Firma. Aber wir denken natürlich auch an die Mitarbeiter. Die Pflege ist sehr stark entlastet worden. Die Küche wird nicht stark belastet. Mhm, die Arbeit ist fast die gleiche. Das alles zusammen ist ein hervorragendes Ergebnis, das wir so nicht erwartet hätten. Ja, das ist doch mal ein hervorragendes Fazit. Hätte ich nicht besser den Schlussstrich ziehen können, Herr Wilkowitsch. Dann auf eine weitere gute Zusammenarbeit unserer Unternehmen. Das hoffe ich auch. Ja, dann herzlichen Dank nochmal, die Herren. Ich sage tschüss. Wir danken Ihnen und der Firma Hupfer. Kommen Sie gut nach Hause. Bis bald mal wieder. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles super gelaufen. Kunde zufrieden. Job erfüllt. Hier werde ich nicht mehr gebraucht. Also auf zu neuen Missionen.